Bist du die Priesterin aus dem Burggarten? Wir haben keine Ahnung von Geschichte. Okay. Sie will, dass wir uns über die Vergangenheit keine Gedanken machen. Und dass wir ihr die Rechte über die Provinz geben. Foreign Affairs failed. Wir können gute Nachbarn werden, ohne dass irgendwelche Leben verloren gegangen werden müssen. Und versagt. Also wir haben keine Ahnung, worum es geht. Wir stehen einfach nur mit großen Augen da. Wir können die ganze Provinz aufgeben. Wir können Geld anbieten, falls sie sich zurückziehen. Wir können sie bluffen oder einschüchtern oder wir können ihn umbringen. Die unteren beiden passen nicht wirklich zu der pinken Prinzessin. Also die mittleren beiden, eins von den beiden. Die Provinz aufgeben? Findest du nicht, dass das passt? Das ist ein bisschen drastisch, ne? Ja, und so eine Prinzessin, die auch mit dem Buchdruck versuchte oder wollte zumindest, dass ihr Volk das Beste bekommt und dann sich einfach die Provinz wegnehmen lässt. Ja, stimmt. Nee. Okay, also bieten wir ein bisschen Geld an. Geld ist lieb. Genau. Das ist nicht akzeptabel. Das ganze Land nördlich des Flusses gehört zu uns. Aber wir wären bereit, Geld zu geben. 8000 goldene Lassis. Alles versagt. Das ist eine ganze Menge Geld. Zustimmen, ablehnen. Das hat jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich viel mit Gut und Böse zu tun. Das hat nur damit zu tun, ob man sich über den Tisch ziehen lassen will oder nicht. Und was du denkst, wobei du eher es schaffst und nicht failst, die ziemliche Versagerin. Ja, aber wir wissen, wir haben eine große Armee aus unserem letzten Leben. Und 8000 Lassim muss wirklich sehr viel sein, denn der Gutenberg, der wollte ja nur 700 noch was haben. Also ja, refuse. Das lassen wir nicht mit uns machen. Sagt der Chat gerade auch, refuse, ja. Bei den meisten Leuten. Sehr gut. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Oh. Also können wir das jetzt nicht nochmal machen, weil wir es eh wieder immer verhauen werden. Das heißt, wir werden wohl doch bluffen müssen. Also da steht bluffen und einschüchtern. Aber ich ignoriere mal das Letzte und sage einfach nur, wir versuchen zu bluffen. Das sieht nicht wie bluffen aus. Ja, du wirst nun deine Truppen zurückziehen oder wir werden... Nur dann wird es Frieden geben. Kurt Manners Success. Oh, und das Amulett, das wir tragen, könnte sie davon überzeugen, dass wir bereits mit Duke Setna alliiert sind und dadurch noch mehr Macht hätten. Wir könnten drohen, dass wir angreifen oder vorgeben, dass wir mit Talasse alliiert sind. Also diesem Duke Setna, der uns das Ding da geschenkt hat. Ich denke mal, das würde am meisten Sinn machen. Ja, das ist zumindest am liebsten. Also gleich mit dem Angriff drohen ist etwas schlimmer, als einfach nur vorzutäuschen. Hey, ja. Ich bin mit dem liiert. Okay, gucken wir mal. Klick. Wie du sehen kannst, habe ich bereits Alliierte. Willst du wirklich Nova und Talasse gleichzeitig den Krieg erklären? Nein. Yay, ich habe gewonnen. Sehr gut. Das war aber eine ganz schön zähe Verhandlung mit den ganzen Tests und verschiedene Pfade, die wir gehen konnten und so. Es war schon schick. So, wir sind sehr cheerful. Was machen wir jetzt? Also in die Treasury kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Weil uns der Presence fehlt. Depressed, afraid, lonely, cheerful. Was brauchen wir denn? Ich hätte gerne pressured. Und vielleicht ein bisschen Yielding. Also wäre das hier genau das Richtige. Wir sitzen einfach auf dem Thron. Plus 2 Yielding, plus 1 Depressed, plus 1 Pressured. Das einzig wirklich Negative ist Depressed. Aber wir sind gerade so glücklich, das passt schon. Zing. In Kurzsessions zu sitzen ist keinerlei Spaß. Aber es macht deinen Vater glücklich. Und das könnte in der Zukunft wichtig sein. Ja. Und jetzt... Neues Outfit anziehen, schreibt der Chat. Ja, jupp. Ein T-Dress.
Zing. Oh, wenn die Mine nicht so düster wäre, würde es so richtig süß aussehen. Und das Ding gibt uns jetzt einen Bonus auf Konversation. Ja, wahrscheinlich werden alle fragen, was es mit dem Hut auf sich hat. Skills. Hier. Jetzt sehen wir da grün, einen Bonus, plus 10 oder so auf alles. Was schon mal ganz schick ist. Oh ja, wichtig ist jetzt Accounting und Presence. Wo ist Presence? Es wird gerade gesagt im Chat, du musst nur eins der beiden Attribute hochbekommen. Oh, okay. Und Accounting gehörte definitiv dazu, oder? Ja, Accounting war auf jeden Fall dabei. Okay, dann nehme ich mal... Konversation haben wir einen Riesenbonus. Aber nee, Accounting muss jetzt sein. Wir wollen den Lumen-Dingens da haben. Also Economics, Accounting, dann. So, 34, 46. Ich wette, das ist 50 oder irgend so eine harte Markierung. Und ab dem Wert haben wir auch eine Chance, das zu schaffen. Also müssen wir es morgen nochmal machen. Es gibt Reportagen über einen Keythong, der im alten Wald haust. Was ist ein Keythong? Weil wir keinerlei Ahnung von Geschichte haben. Eine Bestie mit dem Körper einer riesigen goldenen Katze, einem scharfen Schnabel und Stacheln auf dem Rücken. Ich muss irgendwie gerade an Dwarf Fortress denken, an so ein Forgotten Beast. Ja, okay. Yeek. Das Netze spuckende Lama? Genau. Es gab schon mehrere vermisste Personen. Mhm. Was können wir tun? Sollen wir Jäger schicken? Die normale Politik bei solchen Bestien ist es zu hoffen, dass sie irgendwann von alleine zurück in den Wald gehen und dort bleiben. Das ist sehr komisch. Wir haben zigtausend Soldaten, aber wir können nicht ein paar davon losschicken, so eine Bestie umzubringen. Nein, wir lassen lieber die Weltbevölkerung auffressen. Das ist... Okay. Jäger sind nicht stark genug, um diese Bestien zu beherrschen. Du würdest es nur sauer machen und dadurch noch mehr Menschenleben in Gefahr bringen. Also eventuell, wenn man Schwertkunst höher hätte und Willful höher und was weiß ich, dann käme vielleicht eine Option, dass wir das Ding selber jagen. Und dann wahrscheinlich dabei sterben. aber ja, ich denke nicht, dass wir jetzt irgendwas machen können. Also lassen wir einfach zu, dass es Menschen ist. Jeder stirbt irgendwann. Okay. Ist ein krasser Vater. Also nicht, dass er Unrecht hätte, aber nee. Ja, sie ist Debris. Oh, und hier ist noch ein Brief für dich. Talaris, der Duke von Sidna, kommt in der nächsten Woche für einen offiziellen Besuch. Das ist der Typ, der uns die Kette geschenkt hat und von dem wir behauptet haben, dass er unser Alliierter wäre. Das könnte er vielleicht nicht ganz so toll finden. Vor allem, wenn wir ihn als Bräutigam ausschlagen. Also, nächste Woche. Also, wenn wir zusagen, dann wird er da höchstwahrscheinlich drüber wegsehen. Aber wenn wir ausschlagen, könnte schon ein wenig schwierig werden. Mhm. Vermute ich zumindest. So, wir sind nicht mehr ganz so glücklich. Ich würde sagen, Lonely sind wir zu hoch. Du machst auch Lonely. Freight und Yielding? Was schlagt ihr vor, was wir machen? Die meisten sind nicht so wirklich Vorteile für uns. Yielding, Lonely, Cheerful. Yielding wäre okay, Lonely wäre nicht okay. Yielding, Depressed. Depressed ist auch nicht... Wir bräuchten echt mehr Möglichkeiten hier. Willful, Lonely, Treasury. Ja, sagen hier auch einige entweder den Thron oder Treasury oder Dungeon. Dungeon? Yielding oder Freight? Ja, den Thron. Vielleicht findest du irgendwas. Ah, stimmt. Und ist auch gar nicht so schlecht, weil Yielding ist gut gegen Trotzigkeit und Afraid ist gut gegen Zorn. Also passt das sogar einigermaßen. Okay, ab in den Kerker. Du schleichst durch die kaiserlichen Katakomben.
und siehst hier und da das Schicksal eines Störenfrieds des Königreichs. Selbst Nobelleute können hier ab und an landen. Ja, wir haben schon ein, zwei hier reingeschmissen und hier umbringen lassen. In einer vorherigen Inkarnation. Es ist eine gute Erinnerung daran, dass man auf dem guten Weg bleiben soll. Okay. Skills sich verändert? Nö. Also wir steigern jetzt einmal Accounting, damit das über 50 kommt. Und wir morgen hoffentlich in die Schatzkammer können. Und wir haben dann noch einen Punkt frei, den wir verteilen können. Vorschläge? Medizin hätten wir einen Bonus drauf, aber ich weiß nicht. Es wurde eben vorher gesagt, dass die Social Skills besser werden müssen sollen. Da haben wir minus 1 drauf. Werden wir fast gar nichts bekommen. Oh, aber ja, wenn wir das jetzt anfangen zu trainieren, wird es nächstes Mal nicht minus 1 sein, sondern minus 0,75 oder so. Tanzen meinen ganz viele gerade. Tanzen. Wo war Tanzen? Da. Tanzen haben wir schon. Oh, haben wir sogar einen Bonus drauf. Ja, okay. Also einmal Accounting und Tanzen. Fertig. Accounting ist über 50 oder auf 50. Das ist gut. Na jo. Tanzen 44. Boah. Und da ist der Duke of Sedna, der Amulettüberbringer, will uns heiraten, was weiß ich immer. Und er schleimt sich ganz schön ein. Flattery Success. Du hast eine silberne Zunge, euer Gnaden. Oder ein Auge für noch nicht vollendetes Potenzial. Beides sehr schöne Eigenschaften. Boah. Duh. Schleim trieft. Ja. Ich war so erzückt, als ich gehört habe, dass du meine Gabe angenommen hast. Ein Juwel für ein Juwel, aber du bist das Wertvollste. Ich hoffe, das ist nur der Anfang einer für uns beide vorzüglichen Beziehung oder vorteilhaften Beziehung. Eine Einheit zwischen uns würde Stabilität zu unser beider Völker geben. Okay. Dem Chat wird gerade auch schlecht. Er will mich wirklich heiraten. Panik, Panik, Panik. Wirf ihn ins Gefängnis, schlägt der Chat vor. Ja, sehr gut. Also, akzeptieren oder höflich ablehnen? Da gönne ich mir jetzt was zu trinken. Ihr könnt diskutieren. Sie bekommen bestimmt viele kleine Einhornbabys. Lass ihn das Viech töten. Oh weia. Accept, accept, ja, heiraten. Okay. Ablehnen, ablehnen. Höflich ablehnen, ablehnen. Ja. Du bist es doch kam aber mehr Accept an. Selbstmord. Mach ein Vote. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ich mache einfach ein neues Strawpoll. Und zwar Heirat? Fragezeichen. Ja. Nein, verdammt nochmal. So, Create Poll. So. Ist hoffentlich der richtige. So. Was haben wir da? 15 zu 7 für ja. Es ändert sich noch ziemlich rasch gerade im Moment. Jo. 30 zu 20. Aber bisher noch eindeutig die ganze Zeit immer ja im Vorteil. Ja, sieht nachher aus. Wie viele Leute sind gerade im Chat? Gucken wir mal. 98. Und es sind, ja, selbst wenn die restlichen Zuschauer jetzt alle noch nein, verdammt nochmal auswählen, gewinnt trotzdem noch ja. Also, accept his offer. Ich fühle mich geehrt. Elodie, also unser Papa ist nicht besonders erfreut darüber. Tja. Es ist meine Entscheidung.
Natürlich nur eine Verlobung. Nach der Krönung könnten wir dann heiraten. Ja, ja, ja. Das ist ein ganz schön gewiefter hier. Wenn ich zur Hilfe sein kann, dann fragt einfach nur nach mir. Also wir haben schon mal jemanden auf unserer Seite, was aber auch verständlich ist, weil er später der Ehemann der Königin sein wird. Fischwurst sagt im Chat, auf Papa. Ja, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Gut. Wir sind in guter Stimmung. Wir heiraten einen Typ mit lila Haaren, der uns Bling-Bling schenkt. Wir sollten jetzt versuchen, in die Schatzkammer zu kommen, richtig, Kyria? Ja. Okay. With the treasury. Partial success. Es hat nicht gereicht. Also brauchen wir echt Presence. Oder wir müssen das andere auf über 50 kriegen. Dafür müssen wir die anderen beiden auf 25 bringen. In der Spalte. Das könnte hinhauen. Economics, warte mal. Economics, Economics. Trade und Production. Dann. Hm. 24,46 bei beiden wahrscheinlich. Ja, genau. Werden wir morgen also nochmal lernen müssen. So, wir müssen ein Gerichtsurteil vollstrecken. Eine Frau wurde verurteilt wegen versuchten Mordes und ersucht die Gnade der Krone. Okay. Eure Hoheit. Sie hat zugegeben, dass sie versucht hat, meine Schwester zu vergiften unter meinem Dach. Welche Schwester? Corisande, die Duchess of Mead. Kennen wir nicht. Geht's ihr gut? Sie ist nicht verletzt. Mhm. Wir haben den Übeltäter in der Küche erwischt. Na gut, was hast du für dich selbst zu sagen? Die Frau sagt, es ist Gerechtigkeit. Die Teufel haben meinen Bruder umgebracht, also die Familie der Meads oder so ähnlich, und haben meines Mutters Herz gebrochen. Und sie spricht wie so ein Bauerntölpel halt. Sie haben sie angelogen. Und sie haben gesagt, dass der Sohn oder irgendein männlicher Verwandter in den Krieg gezogen ist, obwohl er es gar nicht getan hat und so weiter und so weiter. Sind also wohl böse Menschen. Und das wissen wir gleich auch von der Familie. So. Hängen sie und dann war's das, schlägt er vor. Wir haben keine Ahnung von internen Affären. Ich weiß nicht, worum das Ganze hier alles geht. Mord ist jedoch eine ziemlich ernste Strafe. Also, wir können sie arbeiten schicken, wir können sie ins Gefängnis stecken, wir können sie umbringen. Also sie wollen, der Chat möchte knuddeln, Gnade und so ähnlich. Also das Töten ist auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen. Ja, das denke ich auch. Gnädig sein wird sie zur Arbeit zu schicken, hm? Ja. Ja, doch. Schicken wir sie zur Arbeit. Sie hat niemanden verletzt. Und wir sollten sie deswegen nicht töten. Sie sollte weg von dem Hof der Schwester und alles sollte in Ordnung sein. Das findet er nicht besonders gut. Und wir antworten darauf halt, dass wir ihr nicht vergeben, sondern ihr nur einfach eine Chance geben. Sie wird als schwere Arbeiterin im nördlichen Ursul arbeiten. Und er will halt, dass sie weiter umgebracht wird. Ich habe gesprochen. Und die Frau ist halt dankbar. Okay. So, wir können jetzt nicht in die Treasury, weil da fehlt immer noch was. Cheerful. Cheerful Lonely? Ja, machen wir mal Blümchen. Damit wir die Skills, so wie wir sie jetzt haben, auch behalten. Sie sieht ganz schön bedröppert aus. Also, Skills. Wir brauchen 0,5 da und 0,5 da. Classes, 0,5 da, 0,5 da. Und das müsste auch gleich ein neues Outfit geben.
So, über 25. Über 25. Neues Outfit. Und mit dem Outfit schleichen wir uns in den königlichen Schatzkammerdingens. Als du eines Tages durch den Garten wanderst, hörst du ein komisches Geräusch und siehst eine riesige Eule über dich hinwegfliegen. Ein einzelnes Blatt flattert in seinen Klauen. Divination failed, Falcons failed. Also es war wohl keine Eule, sondern Falke. Aber gut, wir haben es nicht trainiert. Ah, das ist lustig. Ich dachte, Eulen wären nachtaktiv. Es ist keine Eule. Und der Vater wartet auf uns. Okay. Es ist eine Frau hier. Sie will ein Projekt anfangen, also ähnlich wie der Gutenberg vorher. Ich komme im Auftrag des Volkes. Ich möchte ein Krankenhaus bauen, wo Kranke behandelt werden können. Wir haben weder von Herbs noch von Battlefield Medizin eine Ahnung. Also sagen wir, sie will all die Kranken zusammentun. Bedeutet das nicht, dass sie denn alle schneller sterben werden? Ja, also wir haben wohl wirklich keine Ahnung. Klick. Wir haben kein Interesse daran, kranke, arme Menschen zu heilen. Oh Gott. Also diese Prinzessin ist ein Fail. Ein reiner Fail. Moment. Ja, also lieb, schön und gut, aber man sollte doch ein bisschen Ahnung haben. So, wir können nicht unser Outfit vorher anziehen. Wir versuchen es jetzt trotzdem in der Schatzkammer. Und es war immer nur ein Partial-Success. Das ist doof. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich Presence auch auf 50. Finde ich komisch. Aber ziehen wir das Outfit an. Tuxedo. Das sieht cool aus. Und das bringt uns halt einen Bonus auf alle Economics. Also Presence. Haben wir minus 1, ist jetzt vollkommen egal. Wir wollen in die Schatzkammer. Da. Presence. Accounting hast du aber noch nicht gesteigert gehabt. Also war es immer noch nur 50. Das musst du ja jetzt nochmal steigern, damit es über 50 kommt. Na gut, zweimal Accounting und dann klappt es hoffentlich dann. Das steigt jetzt richtig schnell. 67. 84. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Und unser Papa erinnert uns dran, dass das Festival der Good Lady bald kommen wird. Da werden wir das Tanzen wahrscheinlich brauchen. Es wird eine Gala geben. Emma sagt gerade im Chat, dass Accounting ein Success war. Da stand aber Partial Success. Heißt das, dass man braucht das andere auch auf Success? Oder sagt das, dass es nur zur Hälfte geklappt hat und man mehr Dingens braucht? Fragen über Fragen. Aber na gut. Als Königin wird von dir erwartet, dass du die Prozession leitest und eventuell auch eine Rede hältst. Ho, ho, ho. Ja. Da du aber noch nicht gekrönt wurdest, wird es nicht von dir, also musst du es nicht unbedingt machen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass du der Öffentlichkeit zugänglich wirst. Also man muss da was machen. Oh, und es könnte einen Attentatsversuch geben, weil wir außerhalb des Schlosses sind. Und noch ein Brief für uns. Es ist von Brioni. Wir sind mit ihr zur Schule gegangen, aber sie ist ein paar Jahre älter als wir. Ihre Mutter ist die Duchess of Mead. Mal wieder. Okay. Sie regt sich darüber auf, dass ihre Mutter sie immer noch nicht nach Hause kommen lässt für die Feiertage. Anscheinend ist ihr Onkel Kevin absolut stinkig über die Gerichtsverhandlung, die wir gemacht haben, wo wir die Frau arbeiten geschickt haben. Also hätten wir anscheinend jetzt eine Freundin bekommen können, wenn wir die Gerichtsverhandlung anders gemacht hätten. So, Mut. Wir könnten Pressured gebrauchen. Wir könnten Yielding gebrauchen.
Ich denke mal, der Thron wäre jetzt am besten, oder? Oder... Okay. Kyria und Chat. Sollen wir es nochmal in der Schatzkammer versuchen? Also laut Chat brauchen wir Pressure erst. Also würde es jetzt... Presence. Also würde es jetzt nichts bringen gerade. Denke ich dann. Okay. Na gut, gucken wir schon mal. Also erstmal gehen wir auf den Thron. Für die Skills, die wir brauchen. Sie sieht nicht aus wie eine glückliche Prinzessin. Skills. Presence. Und tanzen und singen sind auch wichtig und Kurt Manners wegen des Festivals. Wegen dem Festival. Ja. Und Presence und tanzen oder Presence und Kurt Manners oder Presence und Speaking. Was haben wir denn für Skills? Public Speaking haben wir schon recht hoch. Kurt Manners könnte höher. Singen sind wir nicht wirklich hoch. Okay, dann machen wir Kurt Manners und Tanzen haben wir schon ziemlich hoch. Also Kurt Manners und Presence, weil dann können wir in die Jewelry rein. Irgendwann mal. Ja, okay. Kurt Manners und Presence. Dann. Und du sollst dein Outfit wechseln für das Fest. Es wäre merkwürdig in Anzug und Zylinder dort aufzutreten. Oh. Oh, das bringt fast gar nichts, weil wir hier einen Abzug haben. Heute ist die Prozession. Wirst du die Parade leiten? Falls du Bedenken hast über deine Sicherheit, solltest du hier bleiben. Die Leute werden sich davon erholen, enttäuscht zu werden. Aber wenn wir dich verlieren, gibt es keine Erholung davon. Ja. Okay, wir können die Parade leiten. Wir können die Parade leiten und eine Rede halten oder wir können gar nicht gehen. Ich glaube, zu diesem Punkt wurde ich erschossen. Ich weiß nur nicht mehr wann. Und ja, wir gehen jetzt mit Anzug und Zylinder auf den Ball, weil wir und so sind. Und bei den Skills hättest du eben daran, also nächstes Mal daran denken müssen, deine Outfits geben ja auch die Boni. Und du hast ja das T-Outfit, was einen Bonus auf dieses Public da Speaking und so weiter gibt. Stimmt, ja. Araxa schlägt vor, nicht gehen. Ein paar andere sagen beides. Parade und Ansprache, Queen's Speech, Parade leiten und Rede halten. Ich denke, da wäre ein Strawpoll wieder am einfachsten, weil so ist es wirklich, es hat alles relativ gleich viel Stimmen hier. Nö, ich nehme einfach mal Parade und Speech, ja. Weil ich hoffe, dass wir in der Richtung gut genug geskillt haben. Klick. Cheerful, und nicht erschossen pressured. Werden. Genau, das wäre auch noch ganz toll. Ich habe keine Angst. Ich werde der beste Paradenleiter sein, den es jemals gab. Mein kleines Mädchen. Okay. Du bereitest dich so gut es geht vor mit deinem besten Kleid. Okay, also wir haben nicht das Outfit an, was wir gerade anhaben. Dann gehst du langsam durch die Stadt. Es wäre nicht passend, hättest du ein Schwert getragen. Aber du hast ein stabiles goldenes Zepter, das schwerer ist und größer ist als du. Okay. Dekoration failed, Eleganz failed. Okay, wir helfen einer Priesterin, einen neuen Baum zu pflanzen. Das gehört wohl zum Ritual. Und nach dem Ritual hebt sie die Arme, damit Ruhe herrscht und sie sprechen kann. Oder damit wir sprechen können. Public Speaking failed. Dabei hatten wir es so hoch geskillt. Na gut, alles, was wir geplant hatten zu sagen, fliegt aus unserem Kopf und wir wissen nichts, was wir sagen sollen. Es gelingt dir, ein paar nette Sachen zu sagen und dann bedankst du dich und gehst weg mit roten Bäckchen.